love me. XOXO. Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich hatte gedacht, wir sprechen über Reality Queens. Ich hatte ja, glaube ich, in einem der letzten Videos gesagt, dass es gibt ja grundsätzlich aktuell einige Shows und es ist schon so, dass ich beim Schauen irgendwie das Gefühl habe, entweder das Drama ist so ein bisschen zu viel, also so eher unangenehm, oder ja, es ist einfach unangenehm. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich kann euch jetzt nicht sagen, es gibt aktuell eine Show, wo ich sage, boah, irgendwie gucke ich die gerade und boah, ich fühle das voll und das ist so richtig schöner, ist noch ein guter Drama, sondern es ist einfach irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und ich hatte so ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, von Reality Queens, gerade weil eben auch so viele Trash-Granaten dabei sind. Und ich irgendwie mir erhofft hatte, es wird richtig gutes Drama in der Form, dass die, ja, dass sie sich anzicken, aber auch so ein bisschen auch Spaß haben. I don't know, like, so ein bisschen irgendwie tatsächlich deren Charaktere zeigen. Auf vielleicht eine schöne Art auch, auf eine, vielleicht auch eine empowernde Art. Ne, wirklich. Also ich hatte eher wirklich gedacht, ey, da sind Frauen im Dschungel. Das wird super unterhaltsam, die werden sich anzicken, weil Frauen so sind. Aber die werden auch vielleicht hier und da zusammenhalten. Like, wir werden einfach mal komplett andere Seiten von denen sehen. So, das ist so meine Erwartungshaltung gewesen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, so, boah, habe ich was anderes erwartet? Ich wusste, dass wir Drama kriegen. Ja, aber ich wusste nicht, dass wir halt immer noch in dem Stadium sind, dass man halt so dieses richtig unangenehme Drama pusht um Sendezeit oder eben um ja, also als Charakter. Und ich finde halt schon, dass auch unsere Trash, ja, Frauen irgendwie darüber hinaus sind, dass die einfach nur auf dieser Ebene bleiben. Wir machen uns fertig, aber so richtig fertig. Und das ist unsere Story. That's it. Like, diese Subscriber von RTL Plus sollen bitte nicht viel mehr erwarten. Like, literally, warum sollten wir uns irgendwie weiterentwickeln und was anderes zeigen, als das, was wir vor 5 Jahren schon gezeigt haben. Das ist, dass wir uns einfach fertig machen und dass wir hinter dem Rücken des anderen reden und dass wir... Also, verstehe ich mich nicht falsch. Ich bin selber eine Frau, like... Zickenkrieg? I get it. Ich bin manchmal mittendrin. So ist es nicht. Ich denke mir einfach nur, ich würde heute zum Beispiel mit einem Zickenkrieg anders umgehen als vor 5 Jahren. Oder mit einer Auseinandersetzung anders als vor 2 Jahren. So. Ne, man entwickelt sich weiter. Und ich verstehe auch den Sinn unseres Trashs, weil es unterhält uns. Was ist aber auch mit dem Spaßfaktor? Sag mir bitte... Wann habt ihr gelacht bei Reality Queens bis jetzt? Bei mir war das am Anfang, als noch die Claudia drin war. Das ist so ein Kandidat und so eine Kandidatin, sorry, wo ich halt denke, ja, yeah, she's giving me trash, but she's also making me laugh. Okay, so, und ich gucke in ihr Gesicht, ich merke irgendwie auch, ja, es ist nicht geil, in diesem Dschungel zu sein. Würde ich eh nie machen, wenn ich Trash-Kandidat wäre. Ich werde es niemals unterschrieben, weil ich wüsste von vornherein, ich kann das nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin keine Luxusgirl. Ich komme aus nicht reichem Elternhause. Ich habe mir alles, was ich habe, ich arbeite hart dafür. Aber es gibt halt gewisse Lebensumstände. Da weiß ich, ich fühle ich nicht, könnte ich nicht. Und ich bin nicht im Luxus aufgewachsen, so, aber kann ich einfach nicht. So. Deswegen, die Umstände finde ich halt auch super schwierig, das ist noch was anderes. Aber ich denke mir so, okay, ich verstehe, dass man da abgefuckt ist, aber der allgemeine Vibe, den mir Reality Queens gibt, ist einfach, es ist einfach eine super negative Darstellung der weiblichen Existenz in unserer Gesellschaft und die ja, dessen Darstellung im Reality-TV auf eine sehr, sehr negative Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Und das ist wirklich so absolut nicht das Paradebeispiel, hoffentlich, aber ich hätte mir was anderes erhofft, sagen wir es mal so. Okay, so viel dazu. Ich habe es mir trotzdem angeschaut und mir gedacht, okay, jetzt wird es ja trotzdem irgendwie
nicht spannend, weil ich finde jetzt nicht, dass diese Art von Drama, die jetzt entsteht, jetzt irgendwie spannender ist, aber trotzdem schon so, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt eine Thematik, die ich mir anschauen sollte oder wollen würde mit euch und auf die ich eingehen wollen würde. Alles andere davor fand ich halt Pipifax Furz Drama. Und jetzt war das halt so, okay, maybe steige ich jetzt in die Thematik ein und wir schauen uns das mal an. Hier geht es ein bisschen wieder um die Dynamik, ja, in der Gruppe. Und weil natürlich auch sehr spannende Charaktere dabei sind, dachte ich, let's talk about it. Ob ich jetzt darauf direkt reagiere oder jetzt hier, habe ich halt wieder, weil wir das auch schon mal hatten, mich dazu entschlossen, das Sandra zu nehmen, als Real, weil sie eben regelmäßig darauf reagiert. Wäre es eine andere Kandidatin gewesen, die darauf reagiert hätte, hätte ich auch mal eine andere genommen. Aber es ist auch nicht schlecht, dass es Sandra ist, weil Sandra tatsächlich auch ein Hauptcharakter ist in der Show. Sie wird, wie manche nicht sagen, nicht viel gezeigt oder zumindest von Folge 1 bis 2, 4 oder so nicht viel gezeigt. Aber trotzdem ist sie, schafft sie es, indirekt Hauptgesprächsthema zu sein, auch wenn sie nicht viel gezeigt wird. Und das finde ich sehr interessant. Also ist sie definitiv Zentrum des Geschehens, auch wenn hier und da am Anfang andere mehr gezeigt wurden. Und deswegen ist es eigentlich auch nur gerecht, wenn wir auf Basis ihres Reels darauf reagieren. Ich finde vor allem, also das ist jetzt bezogen auf Folge 5. Und da haben wir die Situation, dass ja Franzi neu reinkommt, ein paar sind schon gegangen und vielleicht habt ihr es ja auch schon ein bisschen mitbekommen, die ein bisschen die Dynamik entsteht, dass Sandra so ein bisschen, ne, abgetrennt ist von der Gruppe, so hat man das Gefühl. Und deswegen finde ich es ganz spannend, wenn wir uns ihre Gedanken anhören, also ihre Reaction darauf reagieren, wie auch schon bei Prominent getrennt. Wir schauen uns ihre Reaction an, reagieren drauf, aber auch mit Fokus auf, wie die Gruppendynamik ist, wie andere sie da sehen und vielleicht auch, was Franzi für ein verdammtes Problem hat mit ihr. Das ist aber ein Thema, was ich aber noch in einem separaten Video extra behandle. Let's go. Wir sind jetzt schon bei Folge 5 von Reality Queens. Und ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, dass ich was mitgenommen habe aus dem Dschungel. Und zwar ist das ja mein Geschenk, weil ich die größte Zicke in unserem Team Green Gecko bin. Theresias Grund war ja, weil ich nicht so viel mit anpacken würde. Das erzähle ich euch auch mal ganz kurz, weil ich das sehr lustig finde. Und zwar hatten wir ein Klo. Das Klo bestand aus einer Tonne und Tüten. Und dann ist es so gewesen, dass wir keine Tüten mehr hatten. Eine war noch da. Und dann hieß es von ihr, ja, ist doch nicht schlimm, dann benutzen wir halt eine Tüte. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Wenn ich zu Hause hier bin, dann spüle ich doch auch ab, damit der Nächste auf Toilette gehen kann. Oder, also das hat auch meiner Meinung nach nichts mit Zicke zu tun. Oder mit, ich packe nichts an oder keine Ahnung was, bin etepetete oder was weiß ich was. Das ist einfach menschlich nicht in Ordnung, dass die da keine Tüten mehr für uns hatten. So, habt ihr vielleicht mitbekommen, genau, also die Frauen durften dann quasi voten, wer die größte Zicke ist und das Green Gecko Team hat dann, also ein paar haben sich für Sandra entschieden, die Theresia zum Beispiel und klar, wir sind jetzt nicht dabei, ne? Wir wissen jetzt nicht, wie die tägliche Dynamik zwischen denen ist, deswegen ist es natürlich schwer zu urteilen, was genau passiert ist. Ich fand es natürlich sehr interessant, dass einige Sandra gewählt hat. Und ich frage mich schon, ist es die Dynamik gewesen, dass sie sie einfach alle gewählt haben, weil jetzt ein, zwei sie nicht mögen, wegen Vorgeschichten, weil man vielleicht auch das Bild hat von ihr, von vorher, von Social Media, dass sie eben dieses Bild hat. Oder ist man dann wirklich so unvoreingenommen reingegangen und hat dann auf Basis von dem, was man vor Ort erlebt hat, dann entschieden, okay, das ist nicht mein Typ von Mensch, mit dem ich jetzt hier, die ich jetzt, ne, mit dem ich mich identifiziere. Das ist so ein bisschen mein Gedankengang, was jetzt da wieder das Problem ist.
Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass da vielleicht auch eine Voreingenommenheit da ist. Auf der anderen Seite denke ich mir trotzdem, was ist es, warum ist Sandra in vielen Shows leider auch die Person, die irgendwie nicht Anschluss findet. So, ist es wirklich ihre Persönlichkeit? Würde man sie jetzt in Real Life kennenlernen, wäre das genauso? Oder ist es die Voreingenommenheit? Was sagt ihr? Ich finde es sehr schwierig. Ich kann es nicht. Das geht für mich nicht. Ich finde das ja auch in Ordnung, dass Theresia das dann macht, dass für sie das halt, dass das kein Problem ist für sie, aber ich mache das nicht. So, und das war halt eine Diskussion, die wir halt hatten, wo ich denke, dass sie aufgrund von dessen das gesagt hat. Und sie hat das ja mit dem Kochen erwähnt gehabt. Ja, das hatte ich beim letzten Mal aber auch schon in der Reaction gesagt. Und zwar, wenn die Kamera kommt und es heißt, wir sollen da jetzt hier kochen und Vanessa, Franzi, Theresia, koch doch mal bitte, dann gehe ich doch nicht dazwischen und mache einen auf. Entschuldigung, kann ich auch noch mal ein bisschen hier schnibbeln für euch? Nein. So, ich sag's euch auch, ich hatte einen Kommentar gelesen, ja, das kennen wir ja auch schon von Couple Challenge und so, ne, mit egoistisch und keine Ahnung was. Ich bin absolut nicht egoistisch, ich bin sehr hilfsbereit, aber ich räume nicht den Scheiß von anderen weg. Ich spüle meine Sachen, ich hinterlasse meinen Fleck immer ordentlich, ich bin sehr, sehr pflegeleicht, was das Ganze angeht, aber ich habe nicht doof auf der Stirn stehen, dass ich die Scheiße von den anderen wegspülen muss. Auf gar keinen Fall. Das habe ich nicht bei Couple Challenge gemacht. Das werde ich nicht in der nächsten Show machen, wenn eine kommt. Das habe ich nicht im Dschungel gemacht. Das habe ich nicht bei Are You The One gemacht. Ich stelle mich doch nicht dahin und spüle und die anderen chillen ihr Leben. So, wir haben hier zwei Sachen. Zu diesem ersten Part, wegen dieser Toilettensituation, wäre ich auch absolut raus, gell? Also allein schon, wenn ich da in, wo sind die? Kiname oder was auch immer? Suriname? Whatever. Tsunami. So, wo auch immer die sind. Wenn ich da ankommen würde und die Produktion zu mir sagen müsste, du musst jetzt in einem Sack kacken. Sorry, dass ich das sagen muss. Ja, ich hoffe nicht, wird das Video jetzt nicht hier gesperrt. Würde ich definitiv sagen, okay, hier habt ihr die Gage zurück. I'm out. Also dann müsste die Gage halt wirklich hoch sein und da spreche ich persönlich von mindestens 80.000, ja, damit ich mir diese menschenunwürdige, also wirklich halt, ich weiß, in manchen Teilen der Welt ist es so, ich komme aus Kamerun, aus Afrika, wir haben dort Plumpsklos, aber ich denke mir, in diesem Zusammenhang der Show, muss man halt wissen, worauf man sich einlässt und ich würde mich halt nicht drauf einlassen, weil ich das eben nicht, also ich, ne, die können durchaus auch für so eine Produktion im Dschungel dafür sorgen, dass man irgendwo richtig sein Geschäft, ich weiß es nicht, also im Dschungelcamp ist es wahrscheinlich genauso, also ich wüsste halt nicht, genau deswegen wären, wenn ich ein Reality-Star wäre, wären solche Shows, da könnte ich eh nicht, also weil Dschungelcamp auch, wäre ich auch direkt am ersten Tag raus, ich bin überhaupt nicht etepetete, gar nicht, aber da wäre ich raus. So, und dann ist das Argument von Theresia, dass sie dann in einer Tüte kacken soll. Ja. Also. Jesus Christ ne, von Nazareth. Wie bitte? Also bei Gott, ja. Wie bitte? In einer Tüte alle. Also komm. Ja, also. Okay, bevor ich mich jetzt übergebe, machen wir einfach weiter, weil wenn die sie jetzt deswegen kritisiert haben, und sie als zickig galt, weil sie eben diese ganz krassen, unhygienischen Maßnahmen oder dieser Zustand nicht noch weiter runtergehen wollte. Und dann, bei Gott, dann ne, begrabt euch, sorry, es ist zwar eine Dschungelshow, aber man muss ja nicht übertreiben. Also ich muss ja nicht wirklich dann auch noch irgendwie am Ende eine Krankheit davon bekommen, weil ich da in einer krassen Dschungelshow war, gell? Also bei Gott, ja, man muss nicht übertreiben, gell, Theresia. Wenn das der Grund war, kann ich Sandra total fühlen. So, das andere ist dieser Aspekt des, ich sag mal, Gruppenaufgaben und inwieweit man eben auch Aufgaben aufteilt, übernimmt. Sandra sagt jetzt, die Produktion hat explizit Vanessa und XY genannt, als Person, die kochen sollen. Ich finde, dass der Gesamtzusammenhang zählt natürlich. Gell? Weil natürlich kann es mal passieren, dass es eine Situation gibt, in denen zwei Personen
kochen. Also am Ende des Tages ist trotzdem die gesamte Aufgabenaufteilung wichtig, ja. Also wenn Sandra 2 Tage in a row nicht mitkocht, dann ist nur ihr Zeug wegwäscht und dann sie sich hier hinsetzt und sagt, ich räume von keinem den Dreck weg, dann ist es für mich halt auch so, dass ich mir denke, okay, Girl, aber die anderen haben gekocht. Vielleicht hättet ihr euch die Aufgaben so aufteilen können, dass du auch ein Part übernimmst. Das ist so ein bisschen ein Gefühl von Gemeinsamkeit, dass man eben auch eine Aufgabe macht. Das hast du überall im Leben. Das hast du, wenn du mit deinen Freundinnen wegfließt für den Urlaub, dass du mitplanst. Das hast du im Arbeitsleben, dass du, wenn ihr eine Gruppenaufgabe habt, dass du mitgestaltest. Das hast du in Suriname oder was auch immer das heißt, im Dschungel. Das ist, heißt, 2 Leute sollen kochen, Franzi und Vanessa sollen kochen. Ja, Girl, aber dann geh hin und frage, kann ich euch helfen? Wenn die dann sagen, nein, dann können die dir auch nicht vorwerfen. Also es hat durchaus Gruppendynamik, technisch einfach angenehmer, wenn man einfach offen ist und auf die Leute zugeht und sagt, hey, wo kann ich unterstützen? Because ich möchte auch davon essen, deswegen gestalte ich mit, weil danach sich hinsetzen und essen und dann, es ist natürlich auch nicht wirklich sympathisch, ne? Muss man wirklich sagen. Also so viel dazu. Bin ich. Also und dann ist es mir auch egal, dann können sie von mir aus sagen, das ist zickig oder sonst irgendwas, aber das ist halt meine Einstellung. Ich spüle nicht die Sachen von anderen weg. Sehe ich nicht ein. Ich helfe, ich bin sehr hilfsbereit, wenn wir gekocht haben. Bei mir war das auch immer so in Beziehungen, wenn der eine kocht, habe ich gespült. Gar kein Thema. So, einer macht das, der andere macht das. Ich habe die Wäsche runtergebracht, du bringst die hoch. Wisst ihr? So, ich bin, was das angeht, sehr unkompliziert, aber ich lasse mich niemals, was sowas angeht, ausnutzen. Das ist das Thema dazu. So, genau, das ist ihre Intro. Ich kürze das auch, weil ich will zu dem Teil kommen, wo sie reactet. Deswegen sage ich hier auch, uns fehlt der Gesamtzusammenhang. Ne? Hat sie dann mehrmals nicht mitgekocht und dann trotzdem gesagt, ich räume nur meinen Scheiß weg. Also es ist ja nicht ausnutzen, wenn die kochen und du dann spülst zum Beispiel. Klar, wenn das Spülen jetzt ein Berg ist, kann einer von denen dir dabei unterstützen. Aber es ist Aufgabenteilung. Das hat mit Ausnutzen nichts zu tun. Klar, wenn du jetzt aber einmal noch beim Kochen mitgeholfen hast und die dann sagen, ja, du sollst alleine spülen, dann ist es vielleicht dann auch das fraglich, inwieweit du das alleine machen sollst, aber ich finde, es hat damit zu tun, dass man in einer Gruppe mit anpackt und nichts mit Ausnutzen zu tun. Für alle, die geschaut haben, es war ja was Gutes. Ja, Philipp hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn man polarisiert, wenn man auffällt, wenn man den Mund aufmacht und deswegen sind wir gesaved. Und ich sag's euch, ich war natürlich nur ein bisschen pisst mit dem Gedanken, weil wir ja dachten, es könnte was Negatives sein. Und die wollten mir ja somit was Negatives antun. Dass eine Vanessa mich wählt, das war mir klar. Ja, Franzi, komplett Katastrophe. Also da vor Ort konnte ich das ja schon nicht glauben. Mein Spruch war nicht so cool, seid ihr dumm? Das fand ich ein bisschen dumm von mir. Weil sowas sage ich eigentlich auch nicht tatsächlich. Dafür habe ich mich auch sogar entschuldigt. Ich fand es nur in dem Moment so, warum wählt ihr mich? Warum Franzi? Ich bin die Einzige gewesen vom Team, die sie aufgenommen hat. Ich bin auch die Einzige vom Team gewesen, die sie nicht nominiert hatte. Warum stellst du dich dann dahin und sagst, ja, ich schließe mich dann der Gruppe an und ich nehme dich dann auch, Sandra, obwohl du keine Zicke bist? Warum wählst du mich dann? Ich hasse Mitläufer. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und das hätte nicht sein müssen. Du hättest jeden anderen nehmen können, vor allen Dingen, weil du sowieso auf der Abschlussliste standst. Also ich weiß nicht, ob sie mich genommen hätten, weil ich gesaved war oder ob halt Franzi einfach nicht angekommen ist, weil ich war wirklich die Einzige, die sie aufgenommen hat. Ich kannte sie ja auch schon vorher von der Party so und mir dann so in den Rücken zu fallen und mich zu nehmen, weil sie eine Mitläuferin, ich schließe mich dann den anderen an. Ey, wenn du das schon machst, dann erwähnst doch nicht noch, dass es noch auffälliger ist, dass du eine Mitläuferin bist. Ich kann das absolut nicht leiden. So, Thema Franzi. Ich mache zu Franzis Statement ein separates Video. Wie habt ihr die Situation mit Franzi empfunden? Hattet ihr das Gefühl, dass sie so ein bisschen mit der Gruppendynamik mitschwingt? Ich glaube, natürlich ist es in so einer Show wichtig, dass man ja auch sich saved, also seinen süßen Arsch saved, ganz klar. Und wenn du da reinkommst als Nachzügler und jetzt einfach nur treu doof,
möchtest, dass alle lieb und süß zueinander sind, dann kommst du vielleicht auch nicht ganz weiter. Und manchmal musst du da natürlich schon strategisch gucken. Und wenn jetzt eine Franzi reinkommt und sieht, okay, die Mehrheit ist so ein bisschen gegen Sandra und sie ist jetzt im ersten Moment mit Sandra cool gewesen, ist es wahrscheinlich ein strategischer Zug, dann zu sagen, okay, ich wende mich gegen Sandra und gehe mit der Mehrheit mit. Man kann das natürlich so ein bisschen sagen, dass sie eine Mitläuferin ist. Man kann da viel, natürlich das unterschiedlich definitiv darstellen. Ich sag's aber nur grundsätzlich in einer Show, denke ich mir, wenn du da reingehst und als Nachzügler reingehst, wirst du wahrscheinlich erstmal auch strategisch taktieren. Wie seht ihr das? Oder sagt ihr straight, sie ist eine Mitläuferin? So. Sandra sagt ja auch selber, sie ist nicht da drin, um Freunde zu finden. Gell? Deswegen, I mean, it's the game, gell? Man muss eine eigene Meinung haben, es geht gar nicht. Wir haben später im Camp auch echt noch darüber diskutiert. War dann auch alles gut. Das hier trinke ich nicht, deswegen habe ich es in den, deswegen habe ich es in der Gruppe geteilt. Gerade Patricia hat sich sehr darüber gefreut. Jeder durfte mal dran nippen. Ja, auch eine Vanessa, weil ich mich natürlich mit ihr auch verstehen wollte. Das ist ja auch bei der Nominierung so gewesen, wo ich gesagt habe, ja, wir sind keine besten Freunde, wir sind aber jetzt auch nur mal ein Team und vielleicht ändert sich das ja auch irgendwie irgendwo. Und ich finde auch ganz ehrlich, man muss nicht immer mit allen Best Friends sein, oder? Ich finde, man muss nicht mit allen Best Friends sein, ja. Ich finde trotzdem, dass man, also einfach in unserer Gesellschaft und auch im Rahmen von Gruppen, es ist etwas, glaube ich, was nicht ganz einfach ist, ne, wenn man unter Gruppen ist. Wenn man alleine ist und so, ist es natürlich schön. Wenn man unter Leuten ist, die einen eh mögen, ist es ja auch alles safe. Außerhalb der Komfortzone, wenn man eben auch in einer Gruppe ist, ist es auch eine Challenge, da mit der Gruppe auch mitzugehen, die Dynamik der Gruppe anzunehmen und wirklich als Gruppe zu fungieren. Und es ist natürlich sehr schwierig, wenn man Charaktere hat, wo man das Gefühl hat, die mögen einen nicht so ganz. Oder ja, man möchte ja auch irgendwie so ein bisschen seinen starken Willen durchsetzen und seinen Charakter durchsetzen, I get it. Ich finde halt, manchmal muss man in einer Gruppe trotzdem zurückstecken, um eben, wenn man in einer Gruppe ist, so, wisst ihr, was ich meine? Man kann halt nicht immer in jeder Situation mit dem Kopf durch die Wand gehen, weil ich finde, wenn man sich so verschließt, verschließt man sich manchmal auch vor vielen Situationen, als wenn man sich einfach mal geöffnet hätte und eben auch mal Verletzlichkeit gezeigt hätte oder mal gesagt hätte, Schwamm drüber. Ich frage jetzt, ob ich denen helfen kann beim Kochen. Wer weiß, vielleicht hätte sie eine Vanessa sympathischer gefunden. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich meine damit nicht, dass Sandra jetzt überall hingehen müsste und Best Friends mit jedem sein müsste. Ich stimme ihrer Aussage zu, dass man jetzt nicht mit jedem Best Friends ist. Ich meine nur, es ist auch nicht alles so serious. Gell? Man kann... Ich weiß, dass es auch schwierig ist. Und das ist auch etwas, was ich übe. In Gruppen, Situationen, manchmal, so schwer es fällt, trotzdem sich versuchen zu öffnen und zu gucken, wohin es führt. Und klar kann sein, dass dir jemand das Messer in den Rücken rammt. Aber es kann auch sein, dass du einfach so ein bisschen nahbarer bist. So, I don't know. Sonst ist es einfach unangenehm, wenn du halt immer so... gegen, dann haben die Leute auch immer super einfach was, womit die dich rausvoten können. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube halt, dass sie wahrscheinlich echt nett ist, aber die Leute haben wahrscheinlich schon ein Bild von ihr und die macht es denen ja auch zu leicht. Die macht es so Menschen wie eine Franzi, die, ich finde, vom Charakter jetzt auch nicht komplett stabil zu sein scheint. Also sie hat ja auch ihre Entscheidung sehr oft gewechselt. Sie macht es dann solchen Charakteren super einfach, sie als Zielscheibe zu nehmen. Und so fällt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von Franzi weg, weil sie ist ja auch nicht so geradlinig gewesen. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ja, dadurch, dass Sandra dann so krass gegen den Strom auch war, hat man mehr sie im Fokus. Obwohl andere super krass, also mindestens genauso gravierend aufgetreten sind, finde ich. Sandra hat ganz andere Sorgen. Also, jetzt wenn wir ja hier sind, könnt ihr mir ja nochmal ganz kurz erklären, warum ich hier eine Zicke bin bei euch. Ihr habt ja gesagt, das ist nicht der Grund Zicke, sondern halt irgendwie einen anderen Grund. Den würde ich halt gerne verstehen, weil ich fand es halt nicht cool.
Ja, ganz ehrlich. Soll ich da gleich was dazu sagen, Sandra? Ja, natürlich, sehr gerne. Ich mag dich als Mensch, aber ich merke halt manchmal, wenn es so Situationen gibt, gemeinsam irgendwie was im Team zu kochen oder gemeinsam mal sauber zu machen. Ich würde halt auch gerne immer mal von jemand anders auch mal so ein Feedback bekommen, ohne dass ich jemanden ansprechen muss, hilfst du mir, sondern dass man selbst sieht, okay, da ist gerade jemand am was machen, kann ich dir helfen? Okay, verstehe ich, aber denkst du nicht, wir waren jetzt ein paar Tage schon zusammen als Team, hätte man das ja dann vielleicht auch ansprechen können, sagen können, hör mal, ich übernehme mir immer das Kochen und so, ihr wisst selber, dann wird gekocht und so, da quetsche ich mich nicht dazwischen und mache auch hier, was soll ich denn schnippeln oder sonst irgendwas, ich habe meine Sachen weggeräumt, also ich finde nicht, dass es jetzt so ein perfekter Grund ist. Dann haben die ja schon im Hinterkopf gehabt, okay, wir nehmen die Sandra als größte Zicke mit irgendwelchen läppischen Begründungen, damit sie halt geht. Klar, ich bin ja eine starke Konkurrenz. Ich sag ja, man findet hier keine Freunde. Das meine ich halt. Was ist das für eine Begründung? Ich habe schon ein paar Shows gemacht, wo man Begründungen haben musste, wenn du dich für jemanden entscheidest. Und ich finde immer, ich kann damit nicht umgehen, wenn da einer so mit so einem Blablabla, ja, weißt du, ich mag dich, aber ich hätte da schon gern ein bisschen Feedback, wenn ich sauber mache und Hilfe und so und Unterstützung. Was? Es ging ums Thema Zicke und nicht um den Haushalt im Dschungel und so. Und mir das vorzuwerfen, obwohl ich meine eigenen Sachen immer wegräume, nie am Meckern bin, alles für das Team tue, fand ich in dem Moment halt einfach nur Schmutz. So. Ich mag das nicht, wenn die keine richtigen Begründungen haben, auch bei der Nominierung später. Ich kann das nicht. Das ist so, könnt ihr alle nicht vernünftig miteinander reden? Auch bei dem Spiel. Genau das, das kommt jetzt gleich auch noch. Ey, die Folge ist wirklich, da sind einige Sachen, die mich so aufgeregt haben jetzt beim Zuschauen, wo ich mir so denke, ey, warum ist das so? Und dann fragt man sich, warum viele Mädels miteinander nicht klarkommen. Genau deswegen. Das sage ich euch. Genau deswegen. Wenn jeder direkt etwas ehrlich ansprechen würde und sagen würde so, hey, ich denke, es könnte irgendwas Negatives sein, deswegen Sandra, ich nehme dich als Zicke. Würde ich direkt akzeptieren. Alles cool, wisst ihr, was ich meine? Aber dann so zu kommen oder wie die Franzi so, ja, ich schließe mich dann den anderen an und nehme dich, obwohl du keine Zicke bist. Was? Nee, kann ich absolut nicht verstehen. Ich kann ihr folgen. Also, dass man da durchaus mal ein bisschen mehr Tacheles braucht und Direktheit. Die Frage ist, wenn wir Geradlinigkeit und Ehrlichkeit erwarten würden, wären wir dann beim Trash-TV? Also ist das der Ort, wo man Geradlinigkeit und all das erwartet von den Charakteren? Ich glaube nicht. Also ich glaube, genau das, was jetzt hier passiert ist, dass da ja, vorgegeben wird, dich zu mögen, obwohl man dich gar nicht mag, dass man dann doch irgendwie seine Strategie umändert, um mit der Gruppe geht, um dich rauszukicken, ist ja das, was wir immer sehen. Also beim Sommerhaus oder wo auch immer, wo es darum geht, Leute zu eliminieren, ist man ja gerade in Trash sehr taktisch. Gell? Also deswegen, ich weiß jetzt nicht, ich verstehe natürlich, dass es sie einfach geärgert hat, dass hier die Gruppe so ein bisschen auch gegen sie war und da gegen sie gewotet hat und wahrscheinlich da auch einfach nur taktisch da und strategisch da vorgegangen sind, um, ja, es gibt Leute, die mögen sie wirklich nicht, aber vielleicht jetzt eine Franzi einfach da mit der Gruppendynamik mitgegangen ist, I get it. Aber ich weiß nicht, ob da man da so diese Ehrlichkeit von so einer Show erwarten kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Beim Entensammeln, wo ich dann irgendwann auf dem Boot gesagt habe, sorry, aber kannst du bitte paddeln? Also das muss man doch nicht erklären. Das liegt doch auf der Hand, dass Carina und ich die Kraft haben. Und Theresia, wenn die das unbedingt machen will, sammelst du die Enten halt ein und bindest die da fest und Knoten machen. Das war halt dann auf dem Boot mein Plan. Aber Malisa, du hast heute jetzt keine Angst vor Wasser. Ich habe eine Rettungsweste und letztes Mal, da können wir nicht runter. Malisa, du hattest gestern auch eine Rettungsweste. Nein, und hast da geheult. Bei mir geht es darum, mit diesem Tief, dass jetzt hier runter. Aber kannst du da runterfallen? Ich fall nicht runter. Ich liebe alles daran, dass Emmy das angesprochen hat. Ich glaube, jeder von uns hat es dann in dem Moment gedacht. So, wie kann es sein, dass Malisa gestern einen Nervenzusammenbruch bekommt wegen Wasser? Und jetzt ist ein Wasserspiel und sie ist die Erste, die sagt, ja, sie will das machen. Also ich sag auch nicht wirklich viel dazu. Kann sein, dass sie Panik hatte, da dann wieder nicht. Kann sein, dass sie schauspielert. Ich weiß es nicht. Also ich kann euch nur sagen, das, was rübergekommen ist von ihr, war sehr oft
auffällig, sobald Kameras da waren, dass sie ein bisschen anders ist. Kann ich euch aber später mehr dazu sagen. Aber man weiß es nicht wirklich. Also wenn sie wirklich da eine Panikattacke hat und so, dann muss man das respektieren, dann ist das so. Es ist aber trotzdem fragwürdig, warum wir jetzt dann hier eine Situation haben, wo sie als erstes sagt, sie geht aufs Wasser. Zu dieser Situation mit Malisa, da müsst ihr mir ein bisschen helfen, weil ich muss zugeben, ich habe mir die Folge angeschaut, aber ich war teilweise von dem ganzen Geschrei ja so abgelenkt, dass ich wirklich teilweise so mir gewisse Sequenzen, die jetzt nicht mehr genau abrufen kann. Ich habe es so in Erinnerung, dass die Malisa ja bei den Pink Piranhas ist, gell? Und da durchaus in dieser Folge, in der sie ins Wasser gefallen ist, dann diese Panikattacke hatte und dann ja gewonnen hat. Also es war ja positiv für die Gruppe. Das ist so das, was ich in Erinnerung habe. Und dann am nächsten Tag die Emmy sie dann einfach angreift, weil sie jetzt doch keine Panikattacke hat. Ich verstehe es natürlich, dass man da so Fragezeichen hat, dass ein Mensch auf einmal doch übers Wasser laufen kann, so nach dem Motto, also doch irgendwie es kann und am Tag davor nicht, aber what's the point? Also sie hat ja den Punkt geholt für die Gruppe, also so, wisst ihr so, und like, was ist das Ziel jetzt, sie deswegen da anzugreifen oder sie so zu exposen, wenn sie doch am Tag davor eigentlich für die Gruppe gewonnen hat? Who cares, ob sie dann letztendlich diesen Wasseranfall gefaked hat oder nicht? Sie hat doch ja für die Gruppe gewonnen. Und also das ist so, mir fällt halt auf, dass auch eine Malisa, also das, oh, das ist, ich finde Reality Queens unangenehm. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist wirklich das Paradebeispiel für Girl Support, not Girls, definitiv. Deswegen fand ich es auch so unangenehm bis jetzt, auch immer noch. Und fand es aber spannend, diese Gruppendynamik zu beobachten, weil meine Beobachtung ist halt wirklich, wie immer im Leben, also Frauen sind da drin oder Menschen, weil es sind nicht nur Frauen. Es ist eine Gruppe da, es ist eine Karine da, es ist eine Vanessa, die fühlen sich stark. Eine, die heißt die Ex von, eine Ricarda ist drin. Die denken, die sind krass, die fühlen sich, die tun so, als wären die befreundet. Wahrscheinlich haben sie sich im letzten Jahr einmal gesehen, meine Meinung. Und dann kommen die zusammen und das ist so dieses, ja, wir sind die Coolen. Aber es sind halt wieder die Frauen, die halt so ein bisschen fies sind zu den anderen, die zu den Schwächeren, Vermeintlichen, ne Malisa. Also die, die charakterlich halt so ein bisschen eher, ich sag mal, nicht konfrontieren. Und die, die konfrontieren, sind so ein bisschen mehr in der Machtposition. Und mit schwächer meine ich auch gar nicht von der Persönlichkeit her oder von der Person, gar nicht. Ne? Ich meine eher von der eben diese Art, inwieweit man Konfrontation sucht, um eben Sendezeit zu haben oder einfach grundsätzlich auch vielleicht in der Trash-TV-Landschaft, was für ein Bild man hat, so von der Person. Und ich finde das schon sehr, dass manche Charaktere sehr auf andere rumhacken. So, also es ist wirklich krass. Ja, es ändert sich nie. Also wenn ihr mal irgendwann in der Schulzeit Außenseiter wart oder eben in der Situation wart, dass ihr die anderen so ein bisschen ausgeschlossen habt, diese ganze Dynamik haben wir hier. Like, wer hat gedacht, wir werden erwachsen? Es ändert sich. Nobody. Also ich habe echt gedacht schon, dass Erwachsene anders sind. Das hier könntest du genauso bei einem Kindergartenausflug haben in den Zoo. Und genauso würde es sich ereignen. So eine Situation habe ich mal in der Bahn erlebt, wo so ein Junge so ausgeschlossen wurde oder so angegriffen wurde von einem vermeintlich cooleren Junge, der von der Gruppe unterstützt wurde. Like, es ist unsere Gesellschaft, Leute. Es ist nicht cool. Oder unsere Trash-Gesellschaft in dem Fall. Paddeln. Ja. So, gib mal eben. Ja. Guck, jetzt haben wir durchgewechselt, weil genau das gekommen ist, was du gerade gesagt hast. Ja, sag ich doch. Dass die keine Kraft in den Armen zum Paddeln hat. Ja. Geht her. Hey, hier hin ist besser. Carina, gib Gas dahin. Her, nimm das Paddel. Ich ziehe dann. Nein, nein, bleib du am Paddel. Warte, Carina. Ich zieh wieder ab. Geh rüber. Ich geh rüber.
Mein Gott, sind die doof. Die Geckos feiern ihre zweite Niederlage in Folge. Was redest du? Alles gegeben und doch verloren. Ich finde trotzdem, wir haben uns echt gut angestrengt. Wir hatten mehrere Enden im Endeffekt und es ist... Ich sehe es auch so positiv tatsächlich und alles andere war Glück. Aber wart ihr während dem Spiel zufrieden mit der Aufteilung, wer gespielt hat und wer nicht? Nein. Nein, auch nicht so wirklich, tatsächlich. Ich hätte das anders aufgeteilt, bin ich jetzt ganz ehrlich. Sag. Ja? Sag! Also ich fand halt, gerade beim Paddeln braucht man Kraft und man hat wirklich bei dir gesehen, du hattest nicht so viel Kraft. Die Reaktion, die ich hinterher erfahren habe, hat mich einfach traurig gemacht. Ich weiß, dass du es unbedingt machen wolltest. Jetzt im Nachhinein würdest du da ein bisschen mehr ans Spiel denken, ein bisschen fokussierter sein. Ja. Die sehen mich halt, ich bin halt die schlankeste von allen und dann heißt es immer, ja, Theresa kann das vielleicht, aber hat halt nicht so viel Kraft und es sind halt noch nicht so viele Spielchen mit Köpfchen gewesen, was meine absolute Stärke ist und... Ich bin schon traurig darüber, dass es immer nur um Kraft, um Muskeln geht, um Stärke, um... Dabei denke ich mir, ich habe hier von euch allen mental die größte Stärke, weil ich mich nicht anstelle. Ja, was soll ich zu Theresias Krokodilstränen sagen? Und ich sage explizit Krokodilstränen an dieser Stelle, weil es ist im Endeffekt einfach ein Feedback gewesen. Und ich finde, also Theresia hat ja auch ihr Feedback an eine Sandra gegeben. Und dafür ist es, finde ich, für mich persönlich ein bisschen, like, nimm das doch einfach an. So. Also die haben jetzt nicht gesagt, du hast einen Eierkopf oder weißt du, was ich meine? Also like, literally, es war einfach nur ein Feedback der Gruppe. Es ist natürlich nie unangenehm, wenn man jetzt nicht nur positives Feedback kriegt. Gell? Aber like, girl, du hast vor 5 Minuten zu Sandra gesagt, sie wäre eine Zicke, weil sie was auch immer nicht gemacht hat. Genau so kannst du auch Feedback erhalten. Also heul bitte ein bisschen leiser, because es ist wirklich, das ist halt genau dieses du bist nicht 3, weißt du, was ich meine? Und dann auch noch dieses, da irgendwas zu murmeln, von wegen, sie hätte die größte mentale Stärke, eben nicht, Sis, weißt du? Weil erstmal die Tatsache, dass du von dir denkst, dass du die größte mentale Stärke hast, für was? Also kannst du, bist du besonders reflektiert, kannst du, hast eine gute Menschenkenntnis, weil woraus ziehst du das? Du kennst die anderen ja gar nicht. Also zeigt einfach nur im Endeffekt, dass du einfach so ein verzerrtes Bild auch hast vielleicht. Und dass du einfach nur möchtest, dass man dich ja im positiven Sinne sieht irgendwie. Und das will jeder. Aber dann bitte, dann wirklich, ich mag das. Also es ist halt so dieses, heul leise. Wenn du Kritik austeilen kannst, dann kannst du es auch annehmen. Und dann heul nicht, okay? Weil es ist langweilig. So, ich finde einfach, wir sind nicht mehr an einem Punkt, wo man heult, weil man Kritik gekriegt hat, wenn du sie austeilen kannst. Wir sollten üben, wie es ist, auch mal negative Kritik anzunehmen, wie man damit umgeht. Es ist nicht einfach. Ja, aber Theresia ist in diesem Fall, finde ich, nicht wirklich reflektiert oder hat nicht das gesamte Bild vor Augen. Und weil ich nicht sage I zu allem oder mich zehre vor dem oder das und fasse auch Sachen an. Und dass es so einseitig einfach gedacht wird, das... Wenn du, also erstmal tut es mir natürlich leid, dass sie jetzt darüber traurig ist. Wenn du aber mental die Stärkste von uns bist, dann müsstest du ja darüber stehen und sagen, okay, hey Leute, es tut mir leid, ich wollte unbedingt bei dem Spiel mitmachen, habe halt nicht drüber nachgedacht, dass ich eventuell weniger Kraft in meinen dünnen Armen habe, was doch auch absolut nicht schlimm ist. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil jeder Mensch hat verschiedene Stärken und Schwächen. So. Aber wenn du jetzt so mental stark bist, dürftest du eigentlich nicht da sitzen und darüber weinen, sondern dich dann da durchsetzen bei uns in der Gruppe und das sagen. Und hier im Interview sagt sie auch schon wieder, ja, ich bin nicht diejenige, die kein Problem hat und die alles anfasst und sowas alles. Ja, dann ist das doch deine Stärke. Dann ist das doch auch in Ordnung. Genau deswegen hatte sie ja ein bisschen ein Problem mit mir gehabt, dass ich halt vielleicht nicht die
Pisstüte von dir haben möchte, damit ich da auch reinpisse und so. Das, wenn ich schon darüber nachdenke, ich kann das nicht. Ich kann sowas halt auch nicht riechen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann keine Kotze riechen. Wenn jemand kotzt, ey, ich halte gerne die Haare, aber so. Das ist so, ich Gerüche sind so, eklige Gerüche sind bei mir halt, geht nicht so. Und das hat auch das, so, wisst ihr? Ja, also das Niveau in dieser Show ist literally nicht nur in der Art und Weise, wie die Frauen leider miteinander umgegangen sind, gesunken, sondern eben auch die Hygienefaktoren, like, was ist das für eine Produktion, in der man jetzt im, also wirklich in diesem Bereich eine Tüte sich teilen muss. Also wir wissen ja, es ist ja ein Ding, es gibt Dinge, die uns unterhält, aber übertreibt wirklich nicht, weil ich finde gar, ich weiß nicht, was die da unterschrieben haben und was dann auch, also ich finde das nicht cool, ich finde das nicht okay. Ich finde, wenn man dann so eine Show dreht und wir können uns hier einen gewissen Standard erleben, einen gewissen Hygienestandard leisten, dann sollte man gewährleisten, dass man auch da zumindest irgendwo so ein Plumpsklo hat. So, wisst ihr so? So selbst das hatten wir in Kamerun, in unserer Heimat, und mussten jetzt nicht irgendwelche Tüten teilen. So, also bitte. Also das ist schon hart, das Reality-Business, gell? Also manchmal, wenn du Pech hast, bist du in einer Show, wo du wirklich ganz krasse Lebensbedingungen hast. Und mich würde interessieren, wie viel man damit verdient, weil ich möchte es sehr gerne gegenüberstellen und gucken, ob mir das wert wäre. Und eigentlich wäre mir das nur wert mit 100.000. Würde ich mir dieses Suriname-Sache da geben. Und ich habe ja vorhin gesagt 80, aber es ist zu wenig. Das ist mir zu... Das sind ja nicht eine Woche, das sind, wenn du Pech hast, bist du 2 Wochen drin, ne, oder länger. Und da möchte ich dann... Ja, eigentlich schon dann ein ganzes Jahr davon leben können oder so. Ja. Ne? Also ich hoffe nicht, dass der Ingwer da drin ist für 30.000. Würde ich nicht machen. Sag ich jetzt. Und dann rufen die an und 10 Euro. I'm in. Thema Vanessa. Bei der Nominierung hieß es ja vorher, sie würde mich wählen, ich würde sie wählen. Ist kein Geheimnis, wir sind einfach... keine Freunde, ja. Wir sind trotzdem da in einem Team und müssen zusammenhalten und unter einem Baum schlafen. Ich sage euch jetzt mal ganz kurz, es wird euch ja nicht immer alles gezeigt. Wir haben ein paar Gespräche gehabt und es war so, dass ich sehr viel mit ihr über Temptation gesprochen habe, über unsere Staffel und ihr auch mal meine Sicht erklärt habe, weil sie hat ja auch damals vorm Bildschirm gesessen und meine kurzen Szenen da bekommen und Tommy gesehen, wie er am Leiden ist und alles, ne? Und dadurch war sie natürlich schon, ja, fand sie natürlich nicht in Ordnung, kann ich auch verstehen. Wo ich ihr aber dann ein paar Sachen von meiner Sicht erzählt habe, konnte sie es ein bisschen besser nachvollziehen und wir wurden uns da schon, ich habe auch ein paar Sachen noch von ihr erfahren, was auch relativ krass war und das war auch ein sehr gutes Gespräch zwischen uns. Das war das. Und dann habe ich ja in meinem Interview jetzt hier gesagt gehabt, dass sie ab und zu mal was sagt, was mir nicht passt. Und es sind so Sachen gewesen, wo wir dann so erzählt haben über unsere Beziehungen, dass ich Single bin, ne? Und da habe ich auch erzählt, ja, wäre halt schon schön, mal so einen Tarzan kennenzulernen, ne? So, weil man ist ja im Dschungel und so. Und dann kam von ihr immer wieder so Sachen, ja, wir sind aber nicht hier bei einer Dating-Show. Ja, aber das gibt's hier jetzt nicht. Und ja, und erzählt dann aber auch, wie toll es dann mit ihrem Freund ist und so. Hey, Vanessa, ich wünsche dir wirklich alles Gute mit deinem Alex. Aber du musst mich nicht hier schlecht machen, dass ich jetzt es hier nicht verdient hätte, einen Tarzan kennenzulernen. Das ist so... Sie hat es mir halt in dem Moment nicht gegönnt. Ich habe auch mit einer Patricia darüber gesprochen. Und wir hatten richtig intensive, wunderschöne Gespräche, sag ich euch. Und bei einer Vanessa war es halt immer nur dagegen. Es ist ja kein Dating hier und das wird eh nichts mit einem Reality-Typen und sonst irgendwas. Und dann wirklich so fiese Sprüche, wo ich gedacht habe so, hä? Nur weil du glücklich bist, darf ich nicht glücklich sein? Das ist so dieses Nichts-Gönnen, wisst ihr? Das ist so... Ah, Hauptsache alles irgendwie schlecht bei ihr und also bei mir dann machen und keine Ahnung. Hat mir nicht gepasst und deswegen habe ich das auch gesagt, das wusste auch jeder. Jeder wusste, wenn es zu einer Nominierung kommt, ich werde die Vanessa nehmen.
So. Mache ich auch kein Geheimnis raus. Und ich bin halt auch wirklich nicht diejenige, die so tut, als ob wir jetzt cool sind, nur damit ich vielleicht keine Stimme bekomme. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich gesaved bin. Ist mir egal. Wenn wir uns nicht verstehen, dann verstehen wir uns halt nicht. What's this thing with Vanessa? Es ist interessant. Ihr Charakter, ich habe das noch nicht so ganz gegriffen. Ich finde sie komplex und irgendwie aber auch nicht. Ich habe es noch nicht so ganz gegriffen. Es gibt jetzt Charaktere wie jetzt eine Sandra, die wo man das ein bisschen besser so greifen kann. Ich weiß natürlich, dass vieles auch mit verschiedenen Erfahrungen zusammenhängt und all diese Sachen. Dass dann natürlich auch gerade in einer Reality-Show die Leute uns natürlich auch nicht das zeigen, wie sie auch wirklich sind. Und wir sehen ja so ein bisschen nur als Zuschauer die Entwicklung der Protagonisten. Was mir jetzt klar, ne, dass jetzt eine Sandra jetzt hier und da nicht so aneckt, wie auch immer. Ne? Lassen wir es einfach so stehen und dass sie sich da manchmal mögen, manchmal nicht alle, alles wild. Was ist jetzt das Problem mit Vanessa? Ich habe nur mitbekommen, war das jetzt das Problem, habt ihr das mitbekommen, war das Problem jetzt, dass Sandra sich vorher über Temptation geäußert hat oder war das Problem, dass Sandra sich, oder das war das, andersrum, war das Problem, dass Sandra sich über Temptation geäußert hat oder andersrum, dass Vanessa sich über Sandra bei Temptation geäußert hat? Ich bin total verwirrt. Ich weiß es nicht. Da sie jetzt auch nochmal Vanessa angesprochen hat und da, ich glaube, das so ein bisschen auch ein Thema ist in der Show, Frage auch dazu, mit wem könnt ihr am besten relaten oder wer ist euer Lieblingskandidat? Ich glaube, eine Emmy polarisiert definitiv viel, eine Dani Büchner polarisiert unglaublich mit ihrer Tochter. Auch bei einer Vanessa ist es so, dass wir sie natürlich nochmal alleine sehen in einer Show ohne Alex. Also so zum Business auch einfach sie als eigenen Charakter sehen und eben auch wahrscheinlich mit der Herausforderung unter Frauen zu sein, da die Dynamik, wie es dann nochmal ist, ist natürlich interessant. Für mich persönlich ist es so, dass ich nicht viel mehr Infos gesehen habe, also nicht viel mehr von ihrer Persönlichkeit gesehen habe oder zumindest das, was ich jetzt beim Sommerhaus gesehen habe, ich da jetzt kein allzu anderes Bild habe. Was heißt das? Also das Bild bedeutet im Endeffekt, sie ist Alex' Freundin und ich glaube, sie zeigt uns das, was sie uns zeigt. Man sieht jetzt nicht viel. Ich finde nicht, dass man da wirklich viel von ihrer Persönlichkeit mitkriegt. Ist vielleicht auch gewollt, weil sie uns nur das zeigt, was sie uns zeigen will und auch sich somit auch vielleicht ein bisschen schützt. Ist auch vollkommen okay. In der Show selbst, muss ich sagen, erfahre ich nicht viel mehr von ihr. Also was sind auch ihre Schwächen, was ist ihre Leidenschaft? Oder also zumindest nahbar ist sie für mich persönlich wenig tatsächlich. Da würde ich ihr zum Beispiel eine Malisa eher nahbarer finden, weil ich finde, sie ist so ein bisschen verletzlicher. Man könnte aber auch sagen, eine Vanessa wirkt sehr stark und sehr together. Ich finde das interessant. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen ab, bevor ich da mir dann eine Aussage darüber treffe. Ich kann definitiv eine Aussage jetzt schon darüber treffen, aber ich weiß, dass manche Charaktere auch einfach mal ein bisschen komplexer sind und manchmal ein bisschen abwarten muss, bevor man einfach so eine absolut voreingenommene Meinung, eine subjektive Meinung auch dazu gibt, weil wir kennen diese Leute ja nicht, deswegen man dann sagen, ich packe die erstmal zur Seite. Aber anscheinend ist da ein Problem mit Sandra und das ist definitiv auch Hauptteil der Show, also so Zentrum der Show gewesen. Man konnte ihn nicht wegsehen. So. Kommen wir zur Nominierung und ganz ehrlich, wie dämlich war diese Aktion von Franzi, dass sie da einen Namen drauf schreibt und dann irgendwie denkt, das sieht keiner. Ey, wie diese Kamera da auch noch drauf geht und der Ton ja auch. Ja, denkst du, ich soll das jetzt nochmal durchstreichen und einen anderen Namen hinschreiben? Und das kannst du nicht unauffällig machen, wie sie sich so erwischt gefühlt hat. Ich fand's voll lustig. Ich liebe alles daran. Ich war sehr froh.
dass ich die Zicke bei uns im Team war und gesaved war. Ich wollte nämlich weiterkommen und nicht schon nach Hause fahren. Fand das sehr krass, dass drüben es die Dani getroffen hat. Wie ich aber auch vorher schon gesagt habe, die war so nervig. Ey, am liebsten hätte ich gesagt, willst du nicht deine Tochter direkt mitnehmen, weil die ist ja noch ein Ticken schlimmer. Also, boah, ganz, ganz schlimm. Ich will auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich will mit solchen Menschen gar nichts zu tun haben. Oh mein Gott, kann ich nicht. Ja, wie habt ihr die Situation von Franzi beurteilt? Es ging ja darum, dass sie voten sollten, für wen sie sich entscheiden. Und Franzi hat erst einen Namen draufgeschrieben. Wessen Namen? Danis Name oder so. Irgendeinen anderen Namen auf jeden Fall hatte sie drauf. Und dann, als sie gecheckt hat, dass viele für sie gegen sie voten, hat sie dann den Namen weggewischt und dann sich für Vanessa entschieden. Und am Ende des Tages ist genau das, was ich meine. Also diese Girls da drin, das sind ja einfach alle aus Businessgründen da drin und nicht um jahrelange Freundinnen zu finden. Deswegen ist es irgendwie ja auch leider Teil des Spiels, dass man jetzt nicht dass die beste Freundin da finden wird. Also dass da eben die eine 2 Minuten vorher noch mit dir lachen kann und 2 Minuten später dir das Messer in den Rücken rammen kann. Also und das sehen wir ja bei einer Franzi. Also ist ihr das jetzt vorzuwerfen, dass sie den Namen wegstreicht und dann Vanessa hinschreibt? Es ist vielleicht nicht ganz geschickt gewesen, weil literally da waren Kameras vor dir. Du hast es dann einer anderen Person erzählt und gedacht, dass du damit durchkommst. Ist halt wirklich nicht ganz schlüssig für mich, warum sie das so offensichtlich gemacht hat, weil wenn du es schon so strategisch taktieren möchtest, dann mach das doch nicht so offensichtlich, dass es also vor den Kameras. Also, I don't get it. Ja, aber ich glaube, in dem Moment hatte sie einfach Muffensausen, dass sie rausfliegt. Und da sieht man ja auch wieder, wie wichtig es einfach für die ist oder für unsere Protagonisten in der Show zu bleiben. Das ist deren Lebensunterhalt. Das ist wichtig, dass sie weiterkommen. Und dann greift man zu solchen Maßnahmen. Ja, ist es jetzt Link? Ist jetzt, zeigt es jetzt ihren wahren Charakter? I don't know, because it's the show. Klar, es ist nicht geradlinig, definitiv nicht, ne? Also es ist definitiv ein bisschen fake. Ich habe da in der Show, waren ja viele, die dann gesagt haben, jetzt zeigt jetzt deinen wahren Charakter, jetzt kommt der wahre Charakter raus. Ja, like, jeder, der da drin sitzt, hat einen Charakter gezeigt, wo ich sagen würde, Bro, dein Charakter ist mäßig, so, schwierig, gell? Deswegen schwierig, sehr schwierig, so. Da in dieser Show und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, zu sagen, jetzt hast du dein Gesicht verloren. I don't know. Es gibt nicht einen einzigen, außer Claudia am Anfang, wo ich sagen würde, diese Person würde sein Wort halten. Und wenn es hart auf hart kommt, nicht gegen mich voten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So. Klar, wenn man jetzt mehr sympathisiert in dem Bereich, sagt man dann ja natürlich, ja, Franzi, bist fake. Aber ist jetzt eine Ricarda weniger fake? Ist jetzt eine Dani Büchner weniger fake? Ist jetzt, so wisst ihr, so sind doch alle Strategen. Ist so. Sandra. Ja. Also erstmal bin ich froh, dass ich nicht gewählt werden darf. Dann war mir auch ganz klar, dass ich keinen wähle, der von Anfang an bei uns im Team war. Deswegen war ja dann zwischen Franzi und Vanessa die Auswahl. Ich habe mich für Vanessa entschieden, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht ganz so miteinander harmonieren. Wir haben zwar die Sachen besprochen, aber ja, ich spüre, dass wir uns da nicht so 100% verstehen in manchen Dingen. Vielleicht ändert sich das ja auch noch, wenn wir jetzt hier miteinander sind, aber das ist jetzt so der Stand der Dinge. Stimme ich dir zu. Absolut. Wieso macht so? Stimme ich dir zu. Absolut. Zwar, was regt mich auf, wie sie reagiert? Das habe ich aber auch jetzt erst gesehen. Da vor Ort sagst du ja einfach deinen Satz, den du dir da irgendwie überlegst, was du gerade sagen willst und realisierst manchmal gar nicht so viel. Und bei der Ausstrahlung siehst du es dann nochmal mehr. Und so ein bisschen respektlos fand ich das. Weil ich habe ja auch was Gutes gesagt. Ich habe gesagt, ja, wir sind nicht cool miteinander. Vielleicht ändert es sich aber auch noch, wenn wir hier im Team sind. Anstatt die so sagt, so, ja, ne, wir hatten Anlaufschwierigkeiten, vielleicht wird das ja wieder was, weil, wie gesagt, was ich euch eben erzählt habe, wir hatten auch vernünftige Gespräche miteinander und wir waren auch gut miteinander. Deswegen kann ich das dann wiederum nicht verstehen, dass man dann so, ja, so ein bisschen abgehoben, finde ich. So ein bisschen,
ich bin was Besseres. Wer bist du? Hm? Und das mag ich nicht. Mit sowas komme ich halt nicht klar. Und ja. So, also ich glaube, wir können uns einig sein, dass jetzt in dieser Show mehrheitlich sehr interessante Charaktere sind, also auch die Frauen und sehr unterschiedlich. Zu dieser Situation, mein Gefühl ist es bei einer Vanessa explizit, ich glaube, sie hat sich einfach so ein bisschen dickes Fell aufgestülpt, einfach so ein bisschen ein dickes Fell, eine gewisse Wand und ein gewisses Setup, so dieses, hier bin ich, ich bin jetzt dieses, ich bin stark, ich habe dieses Bild von mir, das ich verkörpere. Und ich glaube, dass das ist, was wir sehen, dass sie einfach sehr geschützt wirkt und nach außen hin einfach dieses verkörpern möchte, dass sie sehr stark ist und das, was sie eben auch ausstrahlt in der Show. Und ich glaube, dass es grundsätzlich nicht schlecht ist, wenn du dich da mental stark machst, wenn du so eine Show bist. Also ich glaube halt, wie gesagt, dass jeder hat von uns hat ja so ein bisschen Vorerfahrungen, Erlebnisse, wie auch immer. Und ich glaube einfach, dass Vanessa im Endeffekt so dieses Bild hat, das hat, was sie verkörpern will. Und wie gesagt, ich finde es sehr gut, wenn du eine starke, unabhängige, dieses Female, ne, dieses starke Person auch bist, ne, mental und all das. Ich glaube, für mich persönlich als Zuschauer ist es dann, glaube ich, so, oder das, was auch gerade passiert bei ihr, ich habe auch so ein bisschen die Kommentare auch durchgelesen, das ist jetzt nicht nur bei ihr so, sondern ja auch bei anderen Kandidatinnen, ne, also auch bei einer Ricarda oder so, dass man dann sehr überheblich rüberkommt, dadurch, dass man auch so das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt genau dieses Bild verkörpern, was ich jetzt aber eigentlich klammheimlich, bin ich vielleicht doch eher eine kleine verletzliche Maus auch. Aber ich möchte jetzt hier, weil eben ich vielleicht auch einen gewissen Status erreicht habe, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber ich fand Ricardas Aussagen teilweise sehr überheblich. Also wo ich mir dachte, Girl, woher hast du dieses Selbstbewusstsein her? Like, entspann dich mal. Bleib mal ein bisschen humble, dass man dich noch mag, weil wenn meine Freundin so reden würde, würde ich mir halt denken, so girl, bye, like literally. Und ich glaube, das, was da so passiert, ist, dass da manche so ein bisschen so sich zu sehr über die anderen irgendwie sehen. Man hat das Gefühl, dass sie sich so sehr, sehr stark und da sehen, ne? Und für mich ist es halt einfach ein bisschen sympathischer, wenn ich einen Menschen habe, der eben nicht so denkt oder zumindest vielleicht so denkt und es nicht so ausspricht, der einfach ein bisschen mehr auf dem Boden ist. Mir fehlt halt dann so ein bisschen diese Sympathie, dass man den mit denen auch so ein bisschen relaten kann. Und diese Sympathie, die kommt ja nur, wenn man auch nicht zu abgehoben ist, nicht zu kühl ist, auch mal eine verletzliche Seite zeigt. Und das sehe ich halt bei einer Vanessa nicht. Und ich glaube, es liegt aber daran, dass sie eben dieses Schutzschild hat. Halt auch hart ans Herz gewachsen. Kann ich einen Wein haben? Geht es? Ja, ich auch gerne. Dani, du hast mich doch auch nominiert. Verstehe ich nicht, warum du dich jetzt so aufregst. Das ist jetzt, hä? Kann ich vielleicht ein bisschen Popcorn haben? Ja, ich muss sagen, ich als Team Green Gecko habe mich in dem Moment wahnsinnig gefreut, dass die drinnen bleiben, sich einfach noch voll streiten, aufgrund dessen, dass natürlich Dani Tochter verbunden sind. Ne? Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn jemand anderes geflogen wäre, aber ist ja logisch, dass die Tochter sauer ist auf die ihre Mutter rausschmeißen. Kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber ich dachte mir in dem Moment so, Jackpot. Dieses pinke Team zerstören wir, ja, indem wir immer stärker werden und die einfach sich jetzt anfangen zu streiten. Und das war ja wirklich so richtig Streit hier. Und ja, ich habe mich gefreut, ne? Muss man natürlich auch an den eigenen Arsch denken, an den eigenen grünen Arsch. Und ja, so sieht's aus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kommentiert sehr gerne, was ihr dazu sagt, zu der Folge. Und dann sehen wir uns ja wieder bei Folge 6. So, das ist das Ende zumindest dieses Parts hier. Genau, Folge 6, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal das ganze Thema aufnehmen.
Ja, was sagt ihr zu der Situation von Dani Büchner und ihrer Tochter? Ich fand es auch over the top, muss ich sagen. Also es ist, ich sag's euch, ich fand auch Dani Büchner unangenehm. Ja, also in vielerlei Hinsicht, weil ich mir dachte so, man kennt sie aus anderen Shows, sie wird auch oft kritisiert, so ein bisschen als Zicke dargestellt. Ich fand sie in diesen Shows, ja, es ist eine Extremsituation, ich verstehe es, wenn man zickt. Ich fand viele Zickereien hätten halt nicht sein müssen, die waren halt sehr provokant, fand ich. Also gerade gegenüber auch einem, also sie hat zum Beispiel gesagt, wenn sie geredet hat, so, seid jetzt mal still, ja, bitte, oder so. Also sehr schnippig immer. Und unnötig halt, also so wirklich, wo man sich fragt, ist es jetzt einfach nur, um eben da ausgestrahlt zu werden, oder ist sie wirklich so? Und dann, wenn sie wirklich so ist, wäre das für mich persönlich sehr, sehr unangenehm, weil das wäre ja ein Mensch, der wirklich unberechenbar zickig ist. Ne? Das ist so ein hoher Grad an Tensions, ja, da würde mein Kopf platzen. Deswegen fand ich es auch sehr unangenehm. Und zu ihrer Ausscheidung mit ihrer Tochter oder wie auch immer, also das kommt ja, glaube ich, erst, ne, in Folge 6, aber das hat die Sandra hier auch schon ein bisschen angeteasert, fand ich höchst unangenehm. Also auch, dass dann die Malisa da so fertig gemacht wurde, obwohl es ihr gutes Recht ist, sie zu... Also das sind halt die Dynamiken, die mich halt so triggern, dass ich auch dachte, Mann, da mache ich ein Video, dass wir drüber quatschen, weil ich mir auch dachte so, boah, das ist so heftig, so voll unangenehme Dynamiken einfach. Und ich finde es so schade, dass die Frauen, die drin sind, das eben machen. Also und irgendwie nicht, es nicht schaffen, auch eine andere Art zu zeigen. So, wisst ihr, so ein bisschen eine angenehmere Art vielleicht von Zickenkrieg oder zumindest eine andere Art von Content. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch nie eine Show gesehen, in der es so für mich so unangenehm war, es zuzuschauen. Und es hängt vielleicht damit zusammen, dass in allen Shows, die wir bis jetzt gesehen haben, entweder es war eine Dating-Show, in der natürlich auch eine Gruppe involviert war, auch mal Männer, also so ein bisschen unterschiedliche Charaktere, oder eine Gaming-Show wie Kampf der Reality Stars oder Sommerhaus, wo eben wieder Paare drin sind. Aber eine reine Frauenshow haben wir noch nicht gehabt. Außer jetzt beim Bachelor, da sind die Frauen in einer Villa, da haben wir durchaus auch solche Dynamiken. Aber ich muss sagen, beim Gucken hier von Reality Queens, zumindest jetzt in den letzten zwei Folgen, die ersten zwei waren ja noch gewissermaßen seicht. Da konnte man teilweise noch sympathisieren mit den KandidatInnen. Aber jetzt Folge 5 und jetzt auch 6, da muss ich sagen, ist ein bisschen harter Tabak. Das ist schon sehr unangenehm. Ich bin fast schon froh, dass jetzt auch mit Dani zumindest nicht mehr drin ist. Einfach damit da so ein bisschen auch die anderen die Möglichkeit vielleicht auch haben, sich auszudrücken und vielleicht so die Dynamik ein bisschen umschwenkt. Und ja, dass jetzt zum Beispiel eine Carina auch raus ist, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil eben auch dieses, das war einfach so eine leichte, ich begehe in eine Richtung Gruppendynamik. Gell? Und ich habe das sehr schnell kommen sehen, dass dann eine Carina mit einer Vanessa, so dieses, ne, und also leider. Und Ricarda, also ich bin jetzt sehr gespannt auf Folge 7 zumindest und so, ob das ein bisschen anders wird, aber... Ich dachte mir, es wird Zickenkrieg. Es wurde definitiv übertroffen, was, ne, von dem, was ich erwartet hatte. Und deswegen bin ich gespannt, ob ihr das schaut, was eure Gedanken sind und was ihr zumindest jetzt auch zu der Dynamik in Bezug auf Sandra sagt, zu den einzelnen Passagen, die wir gesehen haben. Ja, ich bin sehr gespannt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. You know you love me. XOXO.